Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Fräulein Elli. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Erinnert ihr euch an mein Kleiderschrank-Video, wo ich ganz, ganz viele Klamotten aussortiert habe? Da habe ich auch eine Jeans wiedergefunden in Blau und ich war super froh, dass ich noch eine hellblaue Jeans hatte und wusste auch gar nicht mehr, warum ich die nicht mehr im Kopf hatte, dass ich sie besitze. Bis ich sie dann versucht habe, nochmal anzuziehen und gesehen habe, dass am Knie ein total bescheuertes Loch bzw. sogar zwei sich eingeschlichen hatte. Und dann wusste ich wieder, warum ich diese Jeans schon so ein bisschen vergessen hatte und auch nicht mehr angezogen habe. Aber ich weigere mich, diese Jeans jetzt wegen diesen zwei Löchern wirklich auszusortieren. Und ich möchte heute mit euch diese Löcher stopfen und schauen, wie wir das hinkriegen. Und wenn ihr Lust habt, rauszukriegen, wie man diese Löcher wieder zubekommt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Löcher am Knie bei einer Jeans sind, glaube ich, nicht sehr selten. Also das hat vielleicht jeder von euch schon mal gehabt. Ich habe die auf jeden Fall, weil ich immer meine Beine übereinander schlage und das dann halt auf jeden Fall dort reibt, weil ich das halt dann auch häufig mache. Das ist einfach irgendwie eine Eigenart von mir. Das ist einfach so. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie ich diese Löcher wieder zubekomme und das probiere ich jetzt aus und ich nehme euch mit in mein Nähzimmer und dann schauen wir mal, ob das funktioniert und dann sehen wir uns nachher wieder mit dem Ergebnis. Ihr braucht dafür natürlich euren Patienten mit dem Loch, wo ihr etwas stopfen wollt. Ich habe dann eine Jeans genommen, die ähnlich aussieht wie die Löcher hat und ein Garn, das recht gut zu der Farbe passt von dem Bereich, wo die Löcher sind. Also auf jeden Fall immer einen Stoff nehmen, der ähnlich aussieht und auch ein Garn, das ähnlich aussieht. Ihr braucht auf jeden Fall auch einen Fadentrenner und eine Schere, denn der erste Schritt ist, dass wir jetzt erstmal hier diese ganzen Fäden, die da schon lose hängen, abschneiden, damit das saubere Löcher sind und ihr dann später nicht irgendwie mit euren Nähten über lose Fäden näht und das sähe ja richtig, richtig blöd aus. Deswegen schneide ich jetzt erstmal alles hier sehr sauber ab. Das ist erstmal ja erschreckend, weil man es erstmal schlimmer macht anstatt besser, aber später flicken wir das ja wieder. Also jetzt erstmal hier wirklich die Löcher gut präparieren, damit das wirklich saubere Löcher werden. Und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr schon den ersten wichtigen Schritt hinter euch und könnt euch schon mal freuen, denn das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Arbeit. Das werdet ihr später am Ergebnis auch sehen. Jetzt ist es ja so, dass ich gerne im Fadenlauf hoch und runter nähen möchte und deswegen mache ich an der Seite eine Naht auf, damit ich da mit meiner Nähmaschine überhaupt rein kann in das Bein. Bitte nehmt nicht diese Naht, das ist nämlich eine Ziernaht und die kriegt ihr nie wieder so schön hin. Bei dieser Naht, das ist einfach nur von innen zusammengenäht, das kann auf jeden Fall jeder dann auch wieder zusammennähen, ohne dass man das später sieht. Bei dieser Ziernaht ist es dann schon etwas schwieriger. Ich mache jetzt einfach mit dem Fadentrenner die Naht an der Seite auf, ungefähr so, dass ich denke, dass ich mit dem Arm der Nähmaschine da reinkomme, damit ich das Loch halt nähen kann. Wenn die Löcher an einer anderen Stelle sind, dann könnt ihr euch diesen Schritt vielleicht sparen, aber ihr müsst halt von der Seite da rein, wie ich gerade mit meiner Hand gezeigt habe. Und jetzt geht es schon weiter damit, dass ich mir überlege, was ich von dem Jeansbein, was ich da gerade habe, für ein Stoffteil nehme, um das eben hinter das Loch zu legen, wie es jetzt gerade ist. Ich nehme einfach ein Stück von der Jeans, lege das dann gleich dahinter und stecke mir das dann fest. Ich nehme jetzt ein relativ großes Stück Stoff, relativ großzügig und lege das dann halt dahinter. Ihr könnt natürlich von vornherein schon ein Stoffstück abschneiden, was ein bisschen kleiner ist, aber das ist ja eh ein Reststoff, deswegen habe ich da jetzt nicht mit gegeizt. Einfach dahinter legen und dann könnt ihr schon ein bisschen sehen, wie das Ergebnis später wohl sein wird. Leider habe ich, weil das so dünn am Knie geworden ist, keinen Stoff, der wirklich farblich richtig gut passt, aber da muss ich jetzt mit leben. Ich habe das Ganze auf links gedreht und dann einfach festgesteckt mit Stecknadeln. Das geht nur darum, dass das später beim Nähen nicht verrutscht, denn ich werde immer hoch und runter nähen und dann ist es wichtig, dass ihr den Stoff währenddessen nicht irgendwie mitnehmt und das dann verschiebt, weil dann kommen hässliche Streifen am Ende dabei raus und Falten und deswegen stecke ich das sehr, sehr gut fest mit recht vielen Nadeln und drehe mir das Ganze dann wieder um. Ich nähe jetzt immer hoch und runter mit der Nähmaschine, das zeige ich euch hier gerade mit der Nadel und zwar bei beiden Löchern. Und das ist jetzt auch schon der nächste Schritt. Ihr könnt jetzt schon zur Nähmaschine gehen. Wie ihr seht, ziehe ich das Loch der Jeans einfach über den Nähmaschinenarm. Dann komme ich auch an das Loch ran. Und dann nähe ich einfach hoch und runter
Immer abwechselnd. Ich mache jetzt auch nicht super akkurate Nähte im Sinne von alles muss ganz, ganz genau gerade nebeneinander sein, sondern ich mache wirklich Kamikaze-mäßig hoch und runter. Denn das wird später gar nicht so sehr auffallen, wie man erstmal denkt. Jetzt könnt ihr das nämlich sehen. Ich habe relativ Wildwest hoch und runter genäht, aber das sieht man von weitem fast gar nicht. Wenn der Stoff dahinter noch ein bisschen besser zu dem Vorderstoff passt, dann fällt das absolut nicht auf. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und jetzt habt ihr ja gesehen, dass ich ein total großes Stück Stoff abgeschnitten habe. Das werde ich jetzt erstmal dann im Nachhinein ein bisschen wieder zurechtschneiden, denn sonst habt ihr da immer diesen Stofflappen von innen am Bein irgendwie kleben. Ich nehme jetzt die Nadeln raus und dann werde ich mit der Schere das Ganze ein bisschen noch korrigieren, also einfach ein bisschen großflächig da drum rumschneiden, damit nicht mehr so viel Stoff unnötig in eurem Bein, Innenbein so quasi absteht. Das ist natürlich dann irgendwann auch unangenehm. Wenn man das so wegschneidet, merkt man aber gar nicht, dass da Stoff von innen drin ist. Also das habe ich jetzt beim Tragen im Nachhinein nicht negativ festgestellt. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was abschneiden, denn diese Nähte halten bombenfest, weil ihr so oft hin und her genäht habt. Da passiert gar nichts. Jetzt haben wir an der Seite noch das Loch, was ich quasi noch extra in die Jeans gemacht habe. Und da klappe ich einfach die Nahtzugaben wieder zusammen und nähe an entlang der Linie, wo vorher die Naht auch war, einfach das Ganze einmal wieder zu. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr tatsächlich das Ganze fertig. Es ist alles gepflegt und die Naht an der Seite sieht aus wie vorher, weil man da absolut keinen Unterschied erkennen kann. Einfach von innen zunähen und schon habt ihr das Ganze hinbekommen und man sieht den Fleck. Zwar immer noch, aber nicht mehr so sehr. Wie ihr an meinen Klamotten seht, ist mittlerweile ein anderer Tag. Ich habe es leider an dem Tag, an dem ich euch das angekündigt habe, nicht mehr geschafft, die Hose zu flicken. Aber mittlerweile habe ich es hinbekommen und euch ja auch gezeigt, wie ich es gemacht habe. Hier ist nochmal das Ergebnis. Das ist auf jeden Fall super stabil. Das habe ich mittlerweile auch schon angezogen und gewaschen. Das hält auch beim Waschen alles top aus. Und ich wollte nochmal mit euch darüber sprechen. Also diese Technik, die ich da benutzt habe, die benutzen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, um solche Löcher zu flicken. Also einfach einen Stoff dahinter legen, der farblich relativ gut dazu passt und dann einfach immer vor und zurück darüber nähen, in der Richtung, wie der Faden halt läuft. Ich finde das eigentlich relativ unauffällig mit dem Faden. Mein Problem an dieser Hose war jetzt einfach nur, dass am Knie das halt super dünn geworden ist und das viel, viel weißer als der Rest der Hose war und dann einfach meine Jeans, die ich dahinter gelegt habe, ein bisschen zu dunkel ist für diese Löcher, sodass man jetzt halt die Flicken schon auch durchsieht. Ich hätte mir eigentlich natürlich gewünscht, dass man das weniger doll sieht, aber die Technik funktioniert auf jeden Fall gut und es hält auch super. Die Hose werde ich auf jeden Fall weitertragen für so Sachen wie ich gehe im Supermarkt einkaufen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zur Arbeit anziehen würde, ins Büro. Ich glaube, das würde ich nicht machen, aber wenn ich so ganz normal locker unterwegs bin, dann finde ich das vollkommen in Ordnung und dann werde ich die Hose auch noch weiter anziehen und genau darum geht es ja, dass wir unsere Kleidung noch ein bisschen retten und ich hoffe, dass auch dir das Video dabei geholfen hat, deine Kleidung noch mal zu retten und falls das Video für dich hilfreich war, lass mir gerne ein Däumchen nach oben da oder abonniere doch meinen Kanal und falls du jetzt lieber noch zwei weitere Videos schauen willst, habe ich hier noch zwei für dich. Ich hoffe, wir sehen uns direkt nächste Woche Dienstag wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, alles Gute. Tschüss.